Es gibt so kleine Postkärtchen und da steht drauf, der Weg entsteht beim Gehen. Wir nicken, ja, das wird wohl so sein. Aber heute möchte ich mit euch oder euch dazu einladen, dieses Mal wörtlich zu nehmen, denn mein Studiogast, die Asja Schrödel, und ich haben beschlossen, ein Gespräch zu führen, wo wir überhaupt nicht wissen, wo das langführen wird. Und zwar wirklich getreu dem Motto, der Weg entsteht beim Gehen. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jetzt geht es los. Ja, Asja, wir kennen uns jetzt, das dürfen wir den Zuschauern ruhig verraten, seit knapp 17 Jahren. Mhm. Und du hast mir zwischenzeitlich dann so vor 10, 11, 12 Jahren geholfen, auch mein Buch sozusagen aus dem Manuskript sozusagen schon mal in etwas Buchhaftes zu überführen und hast mich da begleitet. Wir kennen uns also schon ziemlich lange und doch haben wir beim Vorgespräch festgestellt, dass ich dich immer noch in eine bestimmte Nische gepackt habe, die gar nicht stimmt. Und du hast mir gesagt, dass all das, was du dir für heute vorgenommen hast, über Nacht weg war. Ja. Ja, und das ist ja das Spannende. Ja, wie viele Menschen bekommen dann die Krise und schreien nach den Pampers. Ja, jetzt mache ich mir gleich in die Hose, weil was sollen die Leute denken und so weiter. Habe ich auch auf dem Weg hierher. Ja, was sollen die Leute denken? Und genau das ist ja, wenn wir sozusagen das mal exemplarisch machen, hey, da war vorher ein Blackout und wir legen jetzt einfach los und der Weg entsteht beim Gehen. Genau. Und du gehst ja deinen Weg als Selbstständige schon ziemlich lang. Genau. Also wesentlich länger als ich, also etliche Jahre länger als ich. Seit 2004. Ja, genau. 2004, 2005 haben wir uns, Ende 2005 haben wir uns kennengelernt und damals war ich ja mit den Jugendlichen, ne, am Arbeiten in der Jugendwerkstatt und dich hat das Thema interessiert und so. Das heißt, du bist seit 18 Jahren praktisch selbstständig, begleitest Menschen auf die unterschiedlichste Art und Weise, loszugehen. Genau. Okay. Und muss immer das allerbeste Beispiel sein. Genau. Immer wieder sich neu zu erfinden. Ja, ja. Neue Seiten an sich. Ja, sich einfach halt zu trauen, Sachen auch auszuprobieren. Ne? Also wenn ich jetzt halt auch überlege, wie das zustande gekommen ist, dass wir uns kennengelernt haben, war es ja so, dass ich so diesen Impuls hatte, ich will mit Jugendlichen arbeiten. Ich hatte kein konkretes Bild. Wir sind uns bei damals noch OpenBC über den Weg gelaufen. Genau. Da gab es doch kein Facebook und so hinter, ne? Hatten festgestellt, wir haben ähnliche Werte, eine ähnliche Geisteshaltung, dass es darum geht, so, ne, dass Menschen sich entfalten können. Und darüber ist anfangs eine Freundschaft entstanden. Mit Jugendlichen hatte ich dann doch nichts gemacht. Aber auch, also wenn ich jetzt halt allein gucke, was jetzt bei uns beiden daraus erwachsen ist, ist ja dann halt, ne, wie du schon gesagt hast, da habe ich dann die letzten Meter deines Buchprojekts begleitet. Dadurch bin ich überhaupt auf deine Ich-Mindmap-Methode gestoßen, die ich in meiner Arbeit inzwischen nutze. Ja, also sind ja allein dadurch, dass ich damals diesen einen Impuls gefolgt bin, ganz, ganz viele Sachen entstanden, die heute wesentlich mehr gewachsen sind. Mhm. So. Und
Was mir halt nochmal wichtig ist zu sagen, ist, ich hatte ja vor 2-3 Tagen mit dir telefoniert und wusste ganz genau, worüber ich hier sprechen will. Ja. Das war so klar und ich habe mich tatsächlich auch schon drauf gefreut, heute darüber zu sprechen. Und ich habe diese Nacht 2 Stunden geschlafen und es war alles weg. Mhm. So, und dann hätte ich ja entscheiden können, ich fahre gar nicht los. Und dann dachte ich so, nein, du fährst trotzdem, das kommt schon wieder. Dann hatte ich auf der Autofahrt hierher fast eine Panikattacke. Okay, nein, du fährst, es kommt schon wieder. Und wie du ja weißt, kam ich hier an. Und ja. Wo ich halt einfach sage, also das ist ja letztendlich etwas, wir wollen immer so sehr so einen Leitfaden. Was ist jetzt zu tun, was ist jetzt zu machen? So. Und dann sind wir ja aber immer in so einem sicheren Terrain. Und kontrollieren. Genau, und ich glaube schon halt, dass wenn wir irgendwie insgesamt für uns selber, mit anderen, für andere oder gesellschaftlich was Neues haben wollen, dann müssen wir uns halt trauen, einen Fuß in Neuland reinzusetzen und vielleicht auch erstmal so wie ich jetzt dazustehen und zu sagen, ich habe keine Ahnung, es ist alles weg. Ich weiß es nicht, lass doch mal gucken, was jetzt daraus entstehen mag. Also ich komme gerade die Erinnerung, wir hatten ja mal 3-4 Vorträge an einem Tag und der eine Vortragende bekam keine Verbindung zum Beamer. Ah. Mit 3 verschiedenen Laptops haben wir es versucht. Es ging nicht. Er konnte seine PowerPoint Sache hier nicht auf den Beamer bringen. Das heißt, er hat sich dann entschlossen, das alles über den Haufen zu werfen, ja, und seinen Vortrag freizuhalten. Mhm. Und ich glaube, den haben jetzt fast 200.000 Leute angeguckt. Oha. Es ist ganz was anderes rausgekommen, aber ja, es war offensichtlich sehr erfolgreich. Mhm. 3 Laptops haben versagt. Danach, der Referent hatte keine Schwierigkeiten mit dem die mal Kontakt aufzunehmen. Also, dass manche Dinge einfach nicht per Zufall entstehen, sondern ja, ja, so im Feld ja sind, damit doch etwas anderes kommt als geplant. Ja, oder vielleicht auch was ganz Neues, worauf ich sonst ja gar nicht gekommen wäre, weil das also dieser Mut zum Nichtwissen, also wenn ich insgesamt schaue, ja, mein Weg und wo ich auch Menschen einlade, wenn ich sie begleite, ja, ist ja, wenn wir sagen, das, was ich jetzt habe, funktioniert nicht mehr, es fühlt sich nicht mehr stimmig an, es kostet mich zu viel Lebenskraft oder so, und ich weiß aber noch nicht, was das Neue ist. Brauche es ja diesen Mut zum Nichtwissen, damit was Neues entstehen kann. Und ich bin heute hier mittendrin im Nichtwissen. Ja. Und ja. Meine Erfahrung ist, wenn ich das halt mache, wenn ich selber irgendwie mich für was Berufliches auf den Weg mache, dass halt die Dinge dann entstehen, indem ich in diesem Nichtwissen einfach mal bin. Mhm. Und dann mit der Nervosität, mit der Panik. Ich hätte gerne heute hier irgendwie so total relax gesessen und immer mal das erzählt, was ich dachte, worüber ich sprechen will. Ja, ja, ja. Also es fühlt sich für mich gerade überhaupt nicht komfortabel an. Und dieses halt einfach so, ich bin in diesem Nichtwissen. Ich habe dir ja auch vorhin gesagt, ich hatte immer so Fetzen, aber dass ich diesen Faden nicht bekomme. So. Mhm. Und dann mit so einer Neugierde und Offenheit, was mal gucken, was sich dann halt dann zeigt. Ja. Der Punkt ist ja, viele, die losgehen wollen, ja, stellen sich ja selber Bedingungen, mhm, die einfach sie eigentlich am Losgehen hindern. Ja, ja. Ne, erst muss das und das und ja, das. Ja, ja. Ja, statt eben das wörtlich zu nehmen, die Wege entstehen beim ja Gehen. Ich weiß noch, als ich im Arbeitsamt gearbeitet habe, da waren Leute, da musste erstmal, ne, die Homepage musste, also so sein, die Visitenkarten mussten und nachher ist nichts wirklich draus geworden, ja, weil zu viel sozusagen an der Form, mhm, ja, mhm, gemacht wurde, mhm, statt am Inhalt und loszugehen. Ja, 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 und das ist auch, also ich habe ja früher auch im Vertrieb gearbeitet und die Dinge sind durch die Kundengespräche entstanden, ja, ja, also das in denen ich eine Neugierde auf den Menschen, den ich da halt kennenlerne, mitbringe, indem ich
Fragen stelle, natürlich halt jetzt, wenn ich, also ich war halt für eine Dienstleistung unterwegs, dann gleich stelle ich natürlich in diese Richtung Fragen. Und dann kann sich durch so eine offene Haltung in so einem Gespräch dann ergeben, wo sind Anknüpfungspunkte, wo passt was zusammen, wo eine Partnerschaft entstehen kann. Mhm. Also Partnerschaft insofern, als dass eine du Zusammenarbeit. Genau. Ne? Das darf man vielleicht auch noch im Hintergrund sagen, dass du von der Ausbildung Betriebswirtschaft. Ja, also ich, das ist auch der Weg, entsteht beim Gehen. Ja. Das ist gut, dass du das sagst. Also ich bin ja in der Nähe von Leipzig aufgewachsen. Genau. Und dann, als ich 15 war, war die Wende. Und es war zu dem Zeitpunkt so, dass man von der Schule her hätte sagen müssen, welchen Beruf will man lernen. Und für mich war das alles total unattraktiv schon. Ja, ja. Also für mich war das, als diese Wende war, so, Halleluja, ich muss mich nicht in diese beruflichen Schubladen da pressen. Das war so ein Gefühl von Wählen zwischen Pest und Cholera. So. Und auf einmal gingen so Türen auf zu unendlich vielen Möglichkeiten. Oder bist du mit 16 und rüber, ne? Nein, noch nicht, nee. Und weil halt zu dem Zeitpunkt nicht klar war, ja. Da war ja jetzt noch nicht von Wiedervereinigung oder so die Rede, hatte ich mich entschieden, erstmal das Abitur zu machen. Und dann war halt klar, dass ich definitiv kein Studium erstmal machen möchte, sondern eine Ausbildung. Und zu dem Zeitpunkt sind sehr viele Unternehmen hier also geschlossen worden. Ja. Also war für mich so viel klar, ich gehe in die alten Bundesländer und mache eine Ausbildung. So, und mehr war nicht klar. Der Weg entstand beim Gehen. Also ich habe mich beworben. Ein Unternehmen hat in der Nähe von Hameln zugesagt, ohne dass ich wusste, was mich da erwartet. Okay, dann ist das meine Erststation. Und da habe ich Möbelhersteller, ne? Genau, Büromöbel. Ja. Und da habe ich Industriekauffrau gelernt. Das hat mich zu Tode gelangweilt gehabt. Mhm. Was ich klasse fand, war, ich habe halt wirklich, es war so, der Mittelständler war halt wirklich so von den Abteilungen, dass ich wirklich von Anfang bis Ende diese ganze Prozesskette durchlaufen musste, also jede Abteilung kennengelernt habe. Mhm. Und dieses Ganze fand ich spannend. Aber man hätte zum Ende dann halt sich eine Abteilung aussuchen müssen. Und da, ich war in jeder 3 Monate und da habe ich nach 2 Wochen mich schon gelangweilt. So. Ich wollte gehen, alle anderen haben mich angeguckt, so, was, willst du nicht übernommen werden? Was willst du machen? Ich so, weiß ich noch nicht. Ja, ja. Und in diesem weiß ich noch nicht, habe ich jemanden kennengelernt, der ein Immobilienunternehmen hatte, der mir eine ganz andere Aufgabe geben wollte, der aber dann festgestellt hat, du kannst mal meine Büroorganisation machen, kannst mal mein Marketing machen. Der hatte auch Seminare gegeben, kannst du die Leute mal mit ausbilden und so. Aha. Und dann war es das auch nicht mehr. Und dann wusste ich auch noch nicht was. Dann war es eine Anzeige. Aber das hast du gemacht auch? Das habe ich alles gemacht, genau. Ja, ja. Das hatte ich mehrere Jahre gemacht. So bin ich überhaupt auch so da reingekommen. Da musst du ja mit Menschen in Kontakt sein. Da musst du mit Menschen sprechen. Zu erfassen, was wollen die? Ist das jetzt, also was ich habe, passt das überhaupt zu denen? Und wenn nicht, sie auch gehen zu lassen. Mhm. Und das war für mich eine der spannendsten Erfahrungen, weil ich habe mich damals in meinem jugendlichen Leichtsinn darauf eingelassen, Geld gibt es nur, wenn was vermittelt wird. Mhm. Und dass das dann zur Konsequenz hat, wenn irgendwie halt nichts läuft, ja, dass ich nicht wusste, wie ich meine Miete zahle, dass ich nicht wusste, wie ich meine Krankenkasse zahle. Und das ist ja gleichzeitig nicht möglich. Also wenn du mit der Haltung in ein Gespräch mit einem Interessenten gehst, ja, dieser Auftrag muss jetzt klappen. Genau, also dann, ein bisschen Mangel. Dann, ja. Ne? Ja. Und also das war eine richtig harte Schule. Da hatte auch der Inhaber, den nenne ich meinen Mentor, mir ein Buch in die Hand gedrückt und hat gesagt, du gehst jetzt nach Hause und kommst erst wieder, wenn du das gelesen und verstanden hast. Und in diesem Buch hat ein erfolgreicher Verkäufer dargestellt, wie es ihm gelungen ist, so erfolgreich zu sein. Und das Heilmittel war Liebe. Ach nee. Ja, genau. Und durch dieses Buch und wie er seine Geschichte erzählt hat, ich habe nicht gewusst zu dem Zeitpunkt, ich hatte eine Abneigung gegen das Verkaufen. Da sind diese alten Sachen drin gewesen, das ist schlecht, das da, also jegliche Wertung war da drin. Kapitalistisch. So, kein Wunder, dass ich keine Miete zahlen konnte. Ja. Und dieses Buch war für mich ein Augenöffner, weil ich hatte ja auf der anderen Seite menschliche Werte. Und er hat halt dargestellt,
dass eben das aufrichtige Interesse am anderen Menschen, ihn da sein lassen, wo er ist. Ich kann ein Angebot freilassen, unterbreiten und es liegt an dem, ob er es macht oder nicht, in völliger Liebe zu meinem Tun und in völliger Wertschätzung zum Gegenüber. Ja. Und das hat bei mir Türen geöffnet. Und dann bin ich wieder zurück und habe das in der Praxis angewendet. Mhm. Und es lief auf einmal alles Bombe. Also das war wirklich richtig 180 Grad gedreht. Und das ist etwas, da hat der damals schon gesagt, so jetzt trainierst du hier die Leute und gibst das weiter. Ich war 21, die waren über 40. An die Vertriebler. Ja. Und meine nächste Station war halt dann eben, ich hatte dann irgendwann dennoch, also in dem Job war es so, 7 Tage Woche. Weil die Leute am Wochenende Zeit haben, sich was anzugucken. Und ich habe mich zu jung gefühlt für eine 7-Tage-Woche. Ja, wolltest auch ein bisschen leben. Und habe auch noch wo gewohnt, wo ich immer, wenn ich nach Hause gefahren bin, die Leute im Park gesessen haben und Volleyball gespielt haben und sowas. Und ich so, und dann war ich halt ein paar Jahre bei einem globalen Marktführer und hatte dort angefangen, weil auch dort, also wenn wir das Thema Liebe weiternehmen, der Mensch an sich, dass der im Vordergrund steht, das stand so über allem. Also wir sind Dienstleister für den Menschen. Und darunter kamen dann Unternehmensziele. Und das hatten wir auch gerade in unserer Niederlassung wirklich sehr, sehr gut gelebt. Und das Schöne war halt, dass dadurch auch tatsächlich, also sind wir bei Sein und Haben, die Ergebnisse überdurchschnittlich gut waren, weil wir das zu 100% gelebt haben. Und dann gab es einen Führungswechsel auf ganz oberste Ebene. Es ging dann runter bis zu unserer Niederlassung durch. Und auf einmal ging es nur noch um Zahlen. Also nicht das beides, sondern alles sollte sich diesen Zahlen unterordnen. Und es lief alles immer zäher. Es war immer nur noch mehr so auf Druck aus. Also wir waren, das finde ich halt insgesamt wichtig, weil ich weiß ja, dass viele Menschen halt bei der Arbeit irgendwelchem Druck ausgesetzt sind. Wir haben mit Freude unsere Ziele geplant. Ja. Wir haben mit Freude uns abgestimmt, was können wir da halt auch in Zahlen erreichen. Und dann haben wir halt unseren Job gemacht und haben das übertroffen. Aber als es dann halt hieß, das sind die Zahlen, die müssen sein. Egal was, wie die Lebensenergie weg. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann. Und dann sind halt viele einschließlich mir gegangen und ich bin Mama geworden und habe dann auch, der Weg entsteht beim Gehen, ich wusste, ich gehe den alleinerziehend, gedacht, ach, machst du dich selbstständig, dann brauchst du keinem Arbeitgeber Rechenschaft leisten, wenn du ein krankes Kind zu Hause hast und mal wieder frei brauchst oder so ist überhaupt erstmal so dieses, also das zieht sich, der Weg entsteht beim Gehen eigentlich von Anfang an durch, so mit Höhen und Tiefen, also ja, die kenne ich auch. Klar. Weil wir immer wieder auf uns selber halt zurückgeworfen werden. Ne? So, also das ist, empfinde ich halt dieses als das Natürliche. Und es ist für mich immer ein Geschenk, auf mich zurückgeworfen zu werden, weil ich ja dann feststellen kann, was in mir steckt, dass ich auf einmal in mir Ressourcen aktivieren kann, von denen ich gar nicht wusste, dass die da sind. Und dann feststellen kann, dass ich Kraft meiner eigenen Entscheidung, Kraft meines eigenen Selbstvertrauens, Kraft meines, meiner Freude am Sein, meines Willens zum Leben, eben auch wieder was um 180 Grad drehen kann. Und das habe ich in meinem Leben tatsächlich schon mehrmals. Also im Sinne von, dass halt irgendetwas dann nicht so lief, wie festgefahren war. Mhm. Und wirklich ich fasziniert bin davon, wie viel wir mit einer Entscheidung alleine, wie auf einmal Ressourcen frei werden, wie auf einmal Menschen auf einen zukommen, wie auf einmal das Leben in die Hände spielt. So. Und wenn ich immer nur auf Nummer sicher gesetzt hätte, hätte ich diese Erfahrung nicht. Und ich bin nicht gerade jetzt von meinem Beruf, von meinem persönlichen Hintergrund, Krippenkind oder so, sonderlich mit Urvertrauen geprägt gewesen. Ja. Aber das ist wiedergekommen, so durch dieses. Das ist ein ganz, ganz wesentliches Moment. Also Entscheidungen treffen. Ja.
das ist etwas, wie man das Vertrauen zu sich selbst, was dann Selbstvertrauen wird, überhaupt erstmal erreichen kann. Weil, also, mein Sohn ist mit 18 nach Neuseeland gegangen und war auf sich gestellt. Und konnte halt sozusagen entdecken, wie fühlt sich eine Entscheidung an oder die Konsequenzen einer Entscheidung, die ich nur vom Kopf aus Kalkül oder wie auch immer, strategisch. Oder eine Entscheidung, die ganz sozusagen für mich einfach stimmig, das ist jetzt stimmig. Die Entscheidung ist auch. Und das kannst du halt nur machen, indem du Entscheidungen übst. Herauszufinden, welche Quelle oder welches Zusammenspiel ist das Beste für mich? Was kommt denn da hinten raus? Und tatsächlich, dass jede Entscheidung uns stärker macht. Jede. Und sei es nur die Entscheidung, heute einen anderen Weg zum Bäcker zu gehen. Oder eine übliche Strecke, die man tagtäglich fährt, einmal anders zu fahren. So, neue Wege. Neue aber Vernetzung im Hirn. Ja, also da kam mir auch eben der Gedanke, eben dieses, was manche Kreise ganz gerne hätten, uns mit einem Grundeinkommen auszustatten, zu Dauerkonsumenten in einem bestimmten Segment zu bringen. Das klingt verlockend, ist aber eine Komfortzone, die, sag ich mal, uns nicht in die Entscheidung ruft. Also nicht, als du mich kennenlerntest, da habe ich ja in dieser Jugendwerkstatt gearbeitet. Und das waren private Träger, das waren arbeitslose Lehrer und Sozialpädagogen, die das damals gegründet hatten. Da gab es keinen Dachverband oder so. Das heißt, wenn da was wegbrach, mussten wir kreativ sein, mit der Bank verhandeln, wie auch immer, um den Laden weiterzuführen. Und wir haben eine Menge geschafft. Also neu entwickelt. Ein Kommunikationszentrum aufgebaut, ein Secondhand-Möbelkaufhaus, alles Mögliche, was da sich aus einer Krise ergeben hatte. Wäre da ein Dachverband gewesen, der das immer abgefedert hätte. Wäre keine Entwicklung gewesen. Also deswegen, ich habe jetzt ein bisschen lange geredet, aber das fand ich so wichtig. Du hast Entscheidungen getroffen. Genau. Und das hat dich stark gemacht. Genau, ja. Also es ist halt so, dass das eben, ich meine, das haben wir ja jetzt alle in den letzten Jahren gesehen, dass Dinge auf einmal ganz anders kommen können. Das habe ich das allererste Mal schon als Kind erfahren. Das war dann total klar, als dann tatsächlich halt auch die Wende passierte. Da war ja mehr als deutlich, dass etwas, was ewig Menschen eingetrichtert wurde, so ist das. Und das ist das Patentrezept. Das steht über allem, von einem Tag auf den anderen wie nicht mehr gültig. So. Wo muss ich mich jetzt orientieren? Wo geht es jetzt lang? Wer sagt mir jetzt, wo es lang geht? Kann bitte jetzt jemand Neues an diese Stelle gesetzt werden? Da haben wir gerade jemand abgesägt. Ja. Aber bitte geht da jetzt wieder jemand hin. Ich brauche wieder jemanden, der sagt, wo es lang geht. So. Genau. Sonst bin ich verloren. Nein, wir sind nicht verloren. Genau. Das sagt, wo es... Oh, das war aufs Mikrofon. Abschnittsbevollmächtigte. Der ABV da, der ist dann nicht mehr da gewesen. Ja, aber das ist halt, also und letztendlich ist es ja so, das ist ja schön, dass wir lange Jahre in einer relativen Safe-Zone gelebt haben. So. Deswegen fällt es mir wahrscheinlich leichter, weil ich als junger Mensch das einfach genutzt habe und mich bewusst in diese Unsicherheit reinbegeben habe, damit umzugehen. Aber letztendlich kommt halt auf so eine Balance drauf an. Wir können nicht nur permanent in Unsicherheit sein. Nein. Aber permanent nur in diesem alles so ist auch tödlich. Ja. Und siehst du, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Warte. Wunderbar, kein Problem. Ja. Komfortzone. Entscheidung. Genau. Und einfach halt auch sich selber, wenn man sich selbst auf ein Abenteuer einlässt, die Erfahrung zu machen, auch wenn ich nicht weiß, auch wenn mir keiner sagen kann, wo es lang geht,
kann ich an einer wunderschönen Stelle rauskommen, die ich mir niemals hätte ausdenken können, gibt halt unheimlich viel Vertrauen. Ja. Und um den Bogen halt zu meinem beruflichen Kontext nochmal zu bekommen, ist es so, dass wir ja, also an sich sag ich immer, ein Unternehmen haben, sich selbstständig machen oder wie auch immer, ist eigentlich jeden Tag ein Krisentag. Weil du weißt ja nie 100%, nee. Was so. Genau. Und sich da die Krise zum Freund zu machen, und das setzt schöpferische Kräfte frei. So. Also ich kann halt immer nur wieder dazu einladen, sich... Die Chinesen sagen, bad business is good chance. Ah. Na, also schlechte Geschäfte ist eine gute Gelegenheit, etwas zu verändern. Mhm. Und das ist ja Wei Ji, also die beiden Schriftzeichen im Chinesischen. Ja. Das erste ganz einfach, Achtung, Vorsicht, Gefahr. Und das zweite, ja, wesentlich komplexer, heißt Dreh- und Angelpunkt, gute Stunde, gute Gelegenheit, ja, Chance. Ja. Wei Ji. Ja. Zusammen Krise. Ja. Genau. Mhm. Also ein gesundes Maß an Krisen. Ja, genau. Und ich muss gerade dran denken, weil ich es ja nun durch dein Buch kennengelernt habe, du hast ja diese eine Grafik, wo es darum geht, mit den, wenn ich mich an der Mitte ausrichte, an mir. Die 180 Grad. An mir, ne? Ja. Dann brauche ich nicht diesen, also ich weiß ja nicht, inwieweit man das jetzt irgendwie so darstellen kann. Wir können es ja mal einwenden. Es ist eine Grafik, die mir einfach so in den Sinn kam. Ja, aber genau, da ist alle Lebensweisheit drin. Ja, das wie ist, kann ich das sozusagen bildlich machen? Wir blenden es mal ein. Das also eine, ich sag mal, als Beispiel Schulden. Da hat jemand Schulden und geht hier zum Schuldenberater, Berater, und der macht jetzt ein Konzept, wie man von A nach B kommt, also da draußen, von A nach B. Am Rand, ne, dieses äußeren Kreises. So. Und mit viel Aufwand komme ich vielleicht von A nach B. Genau. Wenn ich diesen Aufwand jetzt mal abstrakt nenne an Zeit, Geld, ja, Wege, und die so weit, zu laufen sind. Genau. Wenn ich das Gleiche, was ich da draußen im, sag mal, symptomatischen, genau, halt an Energie verbrauche, wenn ich dies an mein Zentrum nehme, genau, am Beispiel Schulden, dass ich schaue, wo fühle ich mich noch schuldig? Mhm. Mhm. Weil das ist in den Tausenden von Gesprächen rausgekommen. Wer im Außen Schulden hat, ist in der Regel, ja, hat ein Schuldprogramm, ein unbewusstes Schuldprogramm in sich. Mhm. Und mein Motto lautet, alle Entschuldung beginnt im Innern. Ja, ja, ja. Das heißt, ne, wenn man das, also die gleiche Energie und Zeit und so weiter, also die Strecke AB, jetzt an das Zentrum anlegt, genau, ja, dann kommt man nicht nur dieses kleine Stückchen weiter, sondern auf 180 Grad. Genau, ja. Völlig anderer, ja, Blickwinkel, ja, also eine enorme Veränderung, genau, im Leben. Das ist diese Grafik. Ja. Das hat mich damals so fasziniert, als ja, du das für. Du bist einer der wenigsten. Na, weil ich ja wusste, ne, ich habe das schon ein paar Mal erlebt, ja, wie das ist, diese 180-Grad-Drehung. Ja. Und du hast es halt in einem Bild, war das da. Und wo ich wusste, ja, genau das ist es. Und wenn du jetzt sagst, halt mit diesem, dass man guckt, wo bin ich schuldig, dann geht's ja noch halt weiter so, sich, ja, selbst wieder in Liebe anzuerkennen. Sich selbst und zu vergeben. Ja. Genau, und dann, wenn ich jetzt halt wieder auf diesen Weg gucke, wenn ich da aus einer liebevollen Haltung heraus, als ein Mensch, der weiß, es darf mir gut gehen, ja, ich darf auch haben. Ja, wer schuldig ist nicht. Genau. Und Geld ist nichts Schlechtes oder so, sondern ist etwas, was mir Möglichkeiten schafft. Es befähigt mich, Dinge zu tun, die mich weiterbringen. Was weiß ich, sei es eine Investition in eine Bildung oder sei es Investition in eine Reise, weil wir diese Erfahrung gebraucht haben. Aber letztendlich ist es ein Hilfsmittel für, ja, mich, was ich in Liebe zu mir nehmen darf. Und dann ist auch nicht so ein Thema mit Schulden. Ja, wobei, ich wollte gerne einen Satz, den ich damals 2006 für mich wie ein Mantra gesagt habe. Und dann tatsächlich hat er Wirkungen gezeigt. Ich nehme alle Urteile zurück, die ich je über andere und insbesondere über mich
gesprochen habe, ja, und sage Freispruch. Ja, das weiß ich noch. Ja. Dieser einfache Satz, wie ein Mantra, ich nehme alle Urteile zurück. Wie oft habe ich mich dabei, ne, wenn ich andere verurteile, mich selber, ne, dreifach, ja, verurteilt, und das nehme ich jetzt zurück, weil ich mir das nicht mehr anmaße, über jemanden anders zu urteilen, und in dem Wissen, dass ich über mich selber dreifach urteile. Und dieses Mantra hat große Wirkungen gezeigt bei mir, weil zum Beispiel damals, ich konnte mein Haus nach dem Tod meiner Frau das Haus nicht verkaufen, aber mit diesem Mantra immer jeden Tag wirklich habe ich gesagt, ich konnte es verkaufen, und die Bank hat sogar auf Vorfälligkeitsentschädigung für den Kredit. Ja, auf einmal verzichtet, gehen Türen auf, ne? Verzichtet. So, hat mein Banker gesagt, das hat er noch nie erlebt. Ja. Egal, ja, wie schlecht es den Leuten ging, die Bank hat immer drauf bestanden, die entgangenen Zinsen irgendwie da einen Ausgleich zu bekommen. Und es war nicht. Ja, und das ist, wärst du im Außen diesen Weg gegangen, wenn wir diese Grafik wieder nehmen, dann hätten 1000 Leute unterwegs gesagt, das klappt sowieso nicht, kannst du vergessen, das machen die niemals. Haben wir so nie hast gemacht. Du das, so hast du das gar nicht gewusst. Ja. Ja. Und das ist ja halt dieses auf einmal, also wir aus dieser Mitte heraus wieder neu losgehen, da sind wir ja auch gar nicht so verkopft. So. Ja. Weil wir ja noch gar nicht uns irgendwie etwas zu einer Situation ausdenken können, weil wir sie ja noch gar nicht erlebt haben. Und dann fallen viele Vorurteile, was uns in dieser Situation erwartet, weg. Und auf einmal handeln die Menschen anders als... Also da kann man den Kindern ja enorm viel abgucken. Ja. Weil die... So, bevor sie in die Schule kommen, muss man dazu sagen. Ja, bevor sie in die Schule kommen... und sind einigermaßen ein schönes Umfeld hatten, dann urteilen sie ja nicht, ja, weil sie noch nicht bewertet wurden. Mhm. Also probieren sie einfach aus, wonach ihnen ist. Ja. Weil sie nicht, wir sind so indoktriniert von der Schule, dass alle unsere Äußerungen, sozusagen Lebensäußerungen, bewertet werden von irgendjemandem. Bewertet. Ja, und wir geben es weiter, ne? Als du das jetzt gerade noch mal gesagt hast, auch mit diesem Thema des Freispruchs, kam mir halt noch mal, dass es ja auch schnell passiert, ich sehe einen Menschen, irgendwas passt mir an dem nicht, und ich sage, das geht ja gar nicht. So. Und wenn ich später in eine Situation komme, die vielleicht dieser Situation ähnelt, und ich lehne das total, also ich kann ja dann auf einmal feststellen und sagen, ah, deshalb hat er so gehandelt. Oder ich erlaube mir dieses Verhalten nicht, weil ich das so abgelehnt habe. Das heißt, viele Dinge nehme ich dann auch in die Zukunft mit. Also außer das, was du gesagt hast mit dieser Verurteilung. Also ich verbaue mir was, wenn ich nicht immer dieses Urteil auch wieder zurücknehme und immer wieder sage, ich kann das nicht nachvollziehen, meins ist es nicht, ich muss ja auch nicht hingucken, aber ich bin nicht in dessen Schuhen. Ich habe keine Ahnung, wie ich handeln würde in dieser Situation, und das auch wieder freizulassen. Weil was ich merke ist, dass wenn ich dann halt Wege gehe und auf einmal Dinge mache, wo ich gedacht habe, da hätte ich früher nie gedacht, ich mache das so, komme ich manchmal an Punkte, wo ich gemerkt habe, da stößt du an deine eigenen Urteile gerade. Oder eben der Weg ist frei, weil ich die schon vorher rausgenommen hatte. Aber meistens ist es ja so, wir stoßen ja immer nur an unsere Grenzen. So. Ja. Also ich denke, das ist ein wichtiger Wegbegleiter, dieses sich in Frage stellen in Sachen, bin ich jetzt in dieser alten Bewertungskategorie für das, was ich jetzt gerade tue? Ja. Ja, dass irgendjemand da ist und mit einem Block ist. Ja, genau. Sich, genau. Ja, 2,5, 4, genau. Durchgefallen und so weiter macht. Aber das hätte ich anders gemacht. Ja, genau. Das haben wir so internalisiert, verinnerlicht, dass es uns häufig gar nicht so bewusst ist. Und ich nutze zum Beispiel, wenn ich mich gerade wieder ertappe, über jemanden geurteilt zu haben, nutze ich 3 Worte oder 3 Wörter, die ich dann einfach hinten dran hänge.
so wie ich. Und schon, genau, schon bin ich am Lachen. Ja, wenn ich jemanden verurteile, das geht ja gar nicht, was der mit so, so wie ich, alles klar. Ne? Also das, um es, hole ich es aus der Schwere raus. Ja. Und ja, und nehme es auch einfach, ja, nach dem, sag, meinem Weltbild ist jeder Mensch sozusagen ein individueller Ausdruck des einen großen Bewusstseins. Und insofern, so wie ich, ja, ja, wir sind alle miteinander verbunden. Ja, und was ich sozusagen hinter mir lasse, lasse ich stellvertretend auch für andere hinter mir. Ja, ja. Und das Lachen gerade, finde ich, will ich noch einbringen, ist wirklich auch so wichtig, halt immer Humor. Ja. Ja, also über mich selber lachen können. Wenn ich irgendwie losgehe und mir was überlege und das funktioniert noch nicht so, über mich selber lachen können. Ja, also nicht du. Und ne, wenn du das jetzt auch gerade gesagt hast, wenn dir irgendwo was bei jemandem auffällt und du willst so und dann so wie ich und schon löst sich was. Ja. Es ist halt, finde ich, in den letzten 20 Jahren immer mehr der Humor auf der Strecke geblieben. So, dass wir einfach halt... Wenn irgendwie jemand anders was macht, dass ich das aber auch wieder sein lassen kann und drüber lachen kann. So. Ja. Oder vor allem über mich selber. So. Ja. Dann das wird das Leben leichter. Ja. Fällt mir gerade mein Gitarrespielen ein. Ne? So, oder wenn ich singe. Mhm. Und wenn ich mich mal verspiele, dann kann ich drüber lachen. Ja. Ja. Und also wenn ich, zumindest wenn ich, ne, dem Publikum gegenüberstehe, das ist halt passiert. Das ist menschlich. Ich bin ja keine Maschine, ja, sondern ich bin ein Mensch und da kann sowas passieren. Das ist live, ja, also das ist Leben und Beetje schief heeft Gott lief, sagt man im Norddeutschen. Was heißt das? Ein bisschen schief hat Gott lieb. Ah. Beetje schief heeft Gott lief. Mhm. Ja, oder lief. Beetje schief heeft Gott lief. Ja, also ne, das Perfekte, nicht natürlich ist. Genau. Ja? Das heißt nicht, dass ich jetzt sozusagen in meinem Programm, wenn ich da auf der Bühne stehe, falsch schon spielt's permanent. Ne, das wäre dann in Richtung Otto Walkes, der dann über Sachen stolpert und dann feststellt, die lachen mehr über das oder der Beifall ist höher, wenn er da über die Sachen stolpert, als über die Songs, die er gesungen hat. Und dann wurde er zum Blödel-Otto. Ne? Nein. Aber dies Natürliche und in, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Ja, vor allem, weil ja so, also Perfektion, also wir können immer Richtung, ich sag mal, ich habe den Anspruch, ich möchte, wenn ich etwas mache, eine gute Qualität liefern. Mhm. So. Wenn ich das aber halt im Vorfeld, also vieles entsteht, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, auch überhaupt erst durch den anderen. Das heißt, ich habe irgendwie eine Idee für ein Angebot oder so und im Gespräch mit dem anderen entsteht dann nochmal was anderes und ich habe die Absicht, da halt meine Liebe, mein Wissen, mein Können reinzugeben. Ohne, dass du vorher schon sozusagen einen Standardplan hast. Naja, also unterschiedlich, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, wenn ich Perfektionsanspruch habe, dann gehe ich möglicherweise niemals los, weil ich diesem Anspruch niemals gerecht werden kann. Genau. Und das erstickt ja jegliche auch Lebenskraft. Also wo ich halt immer sage, es ist in Ordnung zu sagen, ich übe mich darin, noch präziser zu werden. Mhm. Ich übe mich darin, das noch klarer zu machen oder feiner, je nachdem, worum es geht. Ja. Aber Perfektion erstickt alles. Und dann, also wenn Perfektion als Zwang da ist. Genau. So Also was ich für mich weiß, natürlich, habe ich ja vorhin gesagt, hätte ich gerne das heute anders gehabt. So, wenn ich jetzt dem Perfektion gefolgt wäre, hätte ich das abgesagt. Mhm. So, und jetzt führen wir ein Gespräch. Ja. Genau. Ja. Ja. Und das Leben fließt ja trotzdem. Ja. Also es findet ja dann noch zwischen uns was statt. Ja. Also das muss ich auch sagen, das habe ich aus der Entfernung, die wir ja zwischendurch Kontakt, und so immer wieder wie Metamorphosen. Ja?
Also dieses, ja, sich wandeln und neu erfinden, statt sozusagen da irgendein Image aufzubauen und wie King Louis zu versuchen, dieses Image auf Teufel komm raus zu halten, ja, obwohl innen drin merkt, das ist es, das ist nicht mehr das, was frischen Wind bringt. Ja, ja. Es muss ja immer frischer Wind rein. Ne? Genau, so ist ja auch deine Webseite, frischer-wind, oder nein, -wind.net. Ja. Also dieses sich neu erfinden. Und da fällt mir auch ein 12-jähriges Mädchen, was zu seiner Mutter sagte: Ach, weißt du, wenn ich mit der Schule fertig bin, dann will ich erstmal in so einer Boutique arbeiten. Mhm. Ja, da habe ich Lust zu. Und dann so nach einem Jahr oder wie auch immer, dann würde ich gerne mal in der Gärtnerei. Also alles übers Gärtnern lernen. Und also wie die darüber erzählt, dieses, ja. Ja, das so Leben viele, ist Vielfalt. So, ja? So eine Vielfalt. Und dieses, was willst du mal werden? Und ne, damals, als ich Abitur gemacht habe, 78, da waren die Leute, die eine 1 vorm Komma stehen hatten, die wurden natürlich automatisch gefragt, ob sie Medizin studieren. Mhm. Selbstverständlich, weil wenn die schon mal im 1er Bereich waren, das war natürlich eine Katastrophe, das sehen wir ja jetzt. Ja, wie viel Mediziner und wie wenig Ärzte. Ja. Ja, weil sie sich verpflichtet fühlten, dieser Zensur, und jetzt bin ich völlig, habe ich jetzt mal den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe keinen Faden heute. Ja, bitte. Warum bin ich da abgeliefert? Wegen sich, wegen Ausprobieren, also wegen was willst du mal werden? Ja, also einmal eingeschlagen, bis zur Rente durch. Ja, genau. Das 40-jähriges Dienstjubiläum, das will ich nicht als schlecht oder so. Aber nicht, wenn es als das Einzige in Aussicht gestellt wird. Also da, das ist ja halt etwas, also ich habe jetzt sowohl Menschen dabei begleitet, sich beruflich zu orientieren, jetzt habe ich ganz kurz einen Sprachfehler, egal. Und es geht ja halt darum, wenn ich jetzt sage, das ist meins und das soll es für immer bleiben, ist es ja in Ordnung. Aber es gibt ja ganz viele, die tun sich so wie ich schwer, in irgendeine von diesen Schubladen auf Dauer reinzupassen und haben Lust, dieses und jenes mal auszuprobieren. Und dann wird ja sehr häufig vermittelt, du musst dich für einen Beruf entscheiden. Und du musst, was weiß ich, Karriere machen. Oder ich weiß es nicht so. Ja. Und viele, die sich beruflich orientieren wollen, blockiert das schon, weil da schon irgendwo dieses, das muss jetzt so festgelegt sein. Dass ich das auch noch in 10 Jahren mache. Genau. Nee, und da kann man ja sagen, den Weg der Freude gehen. Mhm. Und solange es Freude macht, bleibe ich da drauf. Ja. Und wenn man merkt, die Routine überwiegt die Freude, dann ist es Zeit für eine Kurskorrektur. Ja. Beziehungsweise zu gucken, was will da sich durch mich noch anders ausdrücken. Ne? So wie jetzt bei mir, ne, dass ich halt mehr auch singen will. Ne? So. Und trotzdem Beratung, Hypnose, gerne weiter. Aber du bist ja auch so ein bunter Vogel. Kann man sagen, ich war immer der Paradiesvogel als Theologe. Hätten wir was Buntes anziehen sollen heute. In den verschiedenen Einrichtungen, wo ich gearbeitet habe. Ja klar, war ich als Theologe immer ein Exot. Ja. Ne? So. Aber dies... Also ich habe auch immer Dinge gemacht, die ich vorher, für die ich keine Ausbildung hatte. Ja. Ich habe ja auch, ich habe tatsächlich, also dadurch, dass ich sehr, sehr erfahren im Vertrieb war, habe ich mich ursprünglich mit Vertriebsberatung selbstständig gemacht und auch Mittelständler begleitet und Selbstständige gecoacht. Aber mein Studium habe ich dann erst viel später gemacht, weil ich Lust hatte, weil ich... Ich hatte so dieses Gefühl, jetzt hast du das die ganze Zeit praktisch gemacht, jetzt guckst du dir mal die Theorie an. Die meisten machen es ja umgekehrt. Und dann habe ich in der ganzen Theorie eigentlich nur Bestätigung gefunden für das, was ich praktisch mache. Also es war ein BWL-Studium. Plus, dass ich gemerkt habe, das war so ein theoretischer Wasserkopf, dass ich gedacht habe, wie soll man das auf den einzelnen
Menschen runterbrechen. Das muss doch jeder sein eigenes Leben. Und wie kann man diese, also ich liebe wirtschaftliches Denken und Handeln, weil das einfach mir einen Überblick über meine Ressourcen gibt. Das gibt mir einen Überblick, wenn ich jetzt irgendwie dies und das und jenes vorhabe. Was muss ich denn überhaupt vielleicht an Schritten gehen, um dahin zu kommen? Was da immer halt auch gefehlt hatte, war halt eben, dass der Mensch sich darin entfalten kann. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren, weil ich die ganze Zeit auf dein eines Bild in dem Buch hinaus will. Ja. Ich habe mir gerade zu viel vorgenommen. Dem Bettler. Ja, genau. Okay. Dem Bettler, dem möchtest du gerne. Aber ich kriege den Bogen gerade nicht. Ja. Weil ich wollte im Grunde darauf hinaus, dass bei mir dann halt schon 2010 habe ich meine Diplomarbeit auch dem authentischen Marketing gewidmet. Da haben alle damals mich immer angeguckt, was soll das denn sein? Ja. Heutzutage ist das halt in aller Munde. Und letztendlich geht es, jetzt kriege ich den Bogen, nämlich darum, dass wir als Menschen eine Schatzkiste haben, die wir mit der Welt teilen können und dass wir halt eben nicht wie ein Bettler auf unserer Schatzkiste sitzen müssen. Können wir ja mal das aus meinem Buch einblenden, diese Zeichnung. Ja. Ne, das also soll einfach heißen, das Bewusstsein von sich selbst, genau, ist das eines Mangelwesens, eines Bettlers, und nicht begreifend, dass unter der Schmuddeldecke halt die gefüllte Schatztruhe ist. Und der Königsmantel. Genau, müsst ihr mal gucken, da unter dem Bettlermantel lugt eben auch der Hermelin. Ja. Hervor. Ja. Und also, dass es sozusagen für jeden einen Zeitpunkt gibt, wo er vor die Entscheidung gestellt ist, bewahre ich jetzt das Image des Bettlers, ja, und des Mangelwesens, ja, oder ziehe ich diesen Mantel aus und werde mir meines Königtums bewusst und meines Reichtums, den ich bisher nicht gesehen habe. Ne? Genau. Obwohl ich die ganze Zeit drauf gesessen habe. Ja. Und gibt ja auch einen schönen Spruch, das Schönste, was du einem Menschen schenken kannst, ist, ihm seinen Reichtum zu zeigen. Ja, ja. Und das machst du ja auch, ne? Genau. Genau. Indem du dich liebevoll auf den anderen einstellst und nicht einfach nur ihm ein Konzept verkaufen lässt. Genau. Also es geht halt eben darum, natürlich geht es darum, Strukturen zu schaffen, wo ich den beruflichen Background habe, aber letztendlich geht es ja erstmal darum, was will der Mensch? So. Ja. Und was meine Erfahrung ist wirklich, dass der andere für sich aber anerkennen kann, ich sitze auf dieser Schatzkiste und ich bin der König. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Und eben halt nicht nach einem, jetzt gib mir doch aber ein fertiges Konzept. Also da muss schon eine Bereitschaft beim anderen da sein, zu sagen, ich lasse mich darauf jetzt auch ein. Ja. Da eine neue Sichtweise auf mich zu entwickeln. Und ich lasse mich auch darauf ein, auf mich neugierig zu sein. Was ist denn da? Was will denn da, wenn ich mal alles hätte, müsste, könnte, wollte, sollte, wegschiebe? was ist denn da wirklich? Was will denn da Ausdruck finden? Und ist das vielleicht noch viel kraftvoller, freudvoller, als wenn ich da halt mich versuche, in eine Box zu pressen? Ja. Oder befreit es mein Wesen, wo ich dann halt wieder, also ich muss deine Bilder einbringen, weil ich finde, das passt halt so schön zusammen. Ne? Also dieser Mensch, der sich selber aus dem Stein haut. Ja. Diese Skulptur, Self-Sculpture. Also das ist eigentlich anders gemeint und ich meinte einfach, dass es... Ah, okay, dann habe ich die komplett anders interpretiert. Nee, das ist sehr spannend, weil es sehr unterschiedlich. Ich gestalte mich selbst. Ja. Ich habe es aber genutzt, dieses Sculpture Yourself, als dass ich alles wegnehme. Genau, darauf wollte ich hinaus. Ne, was nicht zu mir gehört, also was angeklatscht ist. So Michelangelo, der gefragt wurde, wie schaffst du es, den Löwen so naturgetreu darzustellen? Wieso? So ganz so einfach. Ich muss einfach nur alles wegnehmen, was nicht Löwe ist. Ja, genau. So, ne, so habe ich jetzt dieses Sculpture Yourself, also diese Figur für mich interpretiert. Aber so meinte ich es auch, ne? Ich nehme alles her. Oh, warte mal, da ist eine. Du hast Besuch. Ja, grüß dich. Hornisse. Eine Wepse. Geh mal runter.
Aber ja, das ist schon öfter passiert. Alles gut. Das, okay. Wir wollten ja. Der Weg entsteht. Also ist heute ein Krafttier. Wer über was über Krafttiere weiß, was die Wespe für ein Krafttier ist. Ist es eine Hornisse? Meinst du? Ich glaube ja, das ist, sieht sehr groß aus. Ich okay, dann ist es jetzt eine Hornisse. Okay. Hast du irgendwie... Nein, es ist, okay. solange sie auf dem Dings... Ich mach nichts. Ja. Okay. Ist ja. Im Nacken noch? Wir machen oder? Einfach weiter. Also krabbelt da bei dir rum? Ich vertraue ihr. Okay, gut. Ich habe keine bösen Gedanken gegen sie. Die ist faszinierend groß. Ja. Sie will gerade in den Mittelpunkt. Okay. Okay. Ich meinte das auch so, dass wir alles wegnehmen. So müsste ich sein. So hätte ich doch so gehandelt. Ich sollte doch dem entsprechen. So sollte man das doch machen. Das klingt jetzt gerade. Ja, ist nur gut. Okay. Ja, macht nichts. Ich vertraue dir. Ich tue dir nichts und du brauchst mir auch nichts tun. Gut. Die steht auf rosa, wie es aussieht. Mhm. Das war gerade in meinem Nacken. Ja, jetzt gerade auf dem Kragen. Okay. Ja. Also sculpture yourself. Sich noch immer mal wieder fragen, selber fragen, ist das, was ich denke, was ich bin, tatsächlich das, was ich bin? Mhm. Oder habe ich nur ein Konzept von mir, ja. was von anderen sozusagen auf mich sozusagen... Ja, oder ich mir auch selber gebaut habe. Genau. Das müssen ja gar nicht immer so, unbedingt ich andere muss so sein. Sein ich damit ich dazugehöre. So genau, damit ich dazugehöre, damit ich auch wahrgenommen werde und so weiter. Und sozusagen unser Weg eigentlich dahin geht, so authentisch wie möglich zu sein, so natürlich wie möglich. Und sculpture yourself. Ganz wichtig. Immer wieder jeden Tag neu, so pur wie möglich. So pur wie möglich zu sein. Und tatsächlich keine Angst vor Bewertung zu haben. Mhm. Ja. Habe ich ja in einem Lied, das heißt, nimm deinen Platz ein. Mhm. Da ist der Refrain, nimm deinen Platz ein, niemand anders kann es tun. Mhm. Und warte nicht auf Beifall, hab jetzt den Mut. Ja. Also dieses, schon allein das, womit kann ich Beifall erzeugen? Ja, ja, ja. Dann bin ich ja schon in der Falle. Ja. Bin ich schon von mir weg. Ja. Also einen Weg zu gehen, der mit mir stimmig ist. Deswegen habe ich jetzt auch Stimmbildung gebucht, um noch stimmiger zu werden und versuche jetzt das eine oder andere auch hier in dieser Gesprächssituation umzusetzen. Okay. Also Gesang und Gesprächserziehung genieße ich jetzt das erste Mal in meinem Leben. Okay. Jawohl. Du hast ja eine Singstimme. Ja, aber ich, das darf alles das noch... Das darf sich noch weiter entfalten. Genau, entfalten. Ja. Tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, die Potenziale, die da sind, dass sie sich entfalten dürfen, weil ich zum Beispiel durch die Chormitgliedschaft falsche Dinge für mich gelernt habe. Mhm. Die müssen erstmal verlernt werden. Entlernen. Entlernen ist entlernen ein oder verlernen. Stichwort. Ja, entlernen. Ja. Ja. Ganz wichtig. Ja, magst du zum Entlernen noch ein abschließendes Wort zu sagen? Also, dass wir so den Bogen zu unserem Wege entstehen, dadurch, dass wir sie gehen. Ja, also das ist auch etwas, was halt zu diesem mit dem Nichtwissen, was da reingehört. Also auf der einen Seite ist es schön zu wissen, was sind meine Fähigkeiten, auf die kann ich mich verlassen. Ich sage immer, Fähigkeiten sind unsere Bank, weil das, was ich wirklich kann, kann mir keiner nehmen, egal welche Währung wir haben. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, wenn ich irgendwas Neues machen will, kann ich nicht 100% die Dinge wieder genauso tun. Also ich muss auch eine Bereitschaft haben zu entlernen, wie diese Dinge jetzt zu tun sind. Weil also es gehört immer zu was Neuem, gehört ein neues Was und ein neues Wie. Mhm. Wenn ich nicht täglich grüße das Murmeltier nur in einem anderen Kleid haben will. Ja. Also wenn ich nicht nur die äußere Erscheinung wechseln will. Mhm. Um dann wirklich das Leben als Abenteuer zu sehen. Ja. Und wenn ich jetzt mal die
spirituelle Draufschau sein, dass unsere Seele Erfahrungen machen möchte. Mhm. Und sich freut, wenn diese Erfahrung nicht wie das Murmeltier, genau, täglich grüßt das Murmeltier aussehen, sondern so, ja, so bunt wie möglich. Ja. Ja, so bunt wie möglich wieder sozusagen zurück. Sie ist immer noch da. Mhm. Sie ist immer jetzt noch ist da. Sie am Hals. Ach, ja, okay. Okay. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Alles gut. Jetzt ist sie auf dem Kragen. Ja. Okay, Asja. Ja. Hast du noch ein schönes irgendetwas? Experiment. Ja. Ja, was also ich kann ist? Halt, ich kann nur dazu einladen, immer wieder, komm nicht zu mir. Ja. Es ist tatsächlich eine Hornisse. Ja, jetzt ja, ne? Wo ich sie aus der Entfernung sehe. Ja, ja, die ist groß. Okay. Es sind sehr friedliche Wesen. Sehr friedlich. Die meisten Wesen sind friedlich, ja, wenn man sie nicht reizt. Mhm. Was kann ich sagen? Also letztendlich sind wir hier, um zu leben, mhm, um das Leben zu erfahren und indem wir uns halt auch immer wieder auf Nichtwissen, ja, oder Neues einlassen, bleiben wir lebendig. Ja. Und haben Freude am Sein und am Haben. Wunderbar. 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 Ich danke dir, Asja Schröbel, gerne, dass du trotz aller, ja, das Nichtschlafen, die Panik, den roten Faden vergessen und sonst was, hier gesessen hast und mit mir dieses schöne Gespräch geführt hast. Und wünsche dir jetzt für deinen Workshop, auf dem du ja hier auf dem Zwischenstopp bist, auch alles Gute. Dankeschön. Also, tschüss, Asja. Wir bleiben in Kontakt. Natürlich. Ja, ihr Lieben, es darf alles friedlich weitergehen. Das war jetzt eben auch mit der Hornisse so. Wir sind mit allem verbunden. Und das Leben ist ein Abenteuer. Und Vertrauen ist etwas, was uns jetzt gut zu Passe steht, gerade in dieser Zeit. Vertrauen zu uns selbst und Vertrauen in das Leben. Wenn wir eine Entscheidung treffen, dass uns das Leben die Hand reicht. In diesem Sinne, ich bekomme gerade selber Gänsehaut, freue ich mich, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wieder einschaltet bei Neuhorizonte TV und sage für heute Tschüss.